Noch bis vor kurzem war Schauspieler Marinus Hohmann aus Hohenzann bei Tuntenhausen Schüler des Gymnasiums Bad Aibling. Der 18-jährige Abiturient ist allerdings nicht nur schauspielerisch, sondern auch musikalisch begabt. Am kommenden Samstag spielt er das Stück Vexation von Erik Satie. Und das 840 Mal hintereinander. Eine mentale Herausforderung. Es kommen einem ganz viele verschiedene Gedanken. Und ich stelle mir vor, dass nach 820 Malen oder so man vielleicht dann so langsam dieses Gefühl bekommt, jetzt sollte es mal vorbei sein. Aber man davor wirklich unterschiedlichste Gedankeneinflüsse hat von allen möglichen selbstpersönlichen Erfahrungen und Ähnlichem. Auf ein Projekt dieser Länge ist die Vorbereitung essentiell. Für den Pianist ist es ein musikalischer Marathon. Entweder versuche ich natürlich, dieses Stück einfach nur einmal perfekt durchzuspielen und darauf dann perfekt darauf zu achten, dass ich mich richtig in der Materie drin fühle. Und andererseits dann halt natürlich das Stück wirklich für 3 Stunden durchzuspielen, 4 Stunden durchzuspielen. Und natürlich bestenfalls dann auch mal, wenn ich komplett K.O. bin, erst anfange, das zu spielen. Ich habe mir dann nach der Zeit ein paar Blätter gemacht, da wo dann die Zahlen draufstehen. Und nach jedem Mal spielen habe ich dann ein Blatt runtergeschmissen. Und dann sieht man mal so nach der Zeit, wenn dann auf einmal so die 100 kommt, dass dann etwas Zeit vergeht. Und das ist einfach, nach der Zeit merkt man, das ist nicht, ich sag mal, technisch anstrengend, sondern mental anstrengend. Selbstverständlich muss der 18-Jährige zwischendurch eine kleine Pause einlegen. Hierfür gibt es vom Komponist keine festgelegten Regelungen. Jeder Pianist, der sich diese Herausforderung annimmt, kann seine Pausen also frei einteilen. Ich möchte das Regelwerk relativ streng halten. Und zwar wirklich nicht, dass ich noch andere Pianisten mit einbeziehe, die dann irgendwie mal eine Stunde übernehmen oder ähnliches, sondern dass ich das wirklich durchziehe, diese 840 Mal. Aber ich trotzdem natürlich locker bleibe bei dem Sitzenbleiben, dass ich natürlich was trinken kann und was essen kann und dann halt auch rein theoretisch für 2 Minuten auf Toilette gehen kann. Am Samstag steht aber nicht nur der musikalische Aspekt im Vordergrund. Bei diesem Projekt werden nämlich auch Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Das Stück mache ich natürlich ja nicht aus Spaß, dann könnte ich das natürlich einfach hier bei mir im Zimmer ja spielen. Ich möchte das für einen guten Zweck machen und zwar möchte ich Spenden sammeln für die ukrainischen Mitschüler bei uns aus der Schule. Und der Sinn ist natürlich relativ logisch, finde ich. Wir haben eine sehr wichtige und schwierige Zeit. Und ich finde, wenn man schon die Möglichkeit dazu hat, irgendwas zu bewegen, dann werde ich die auf jeden Fall nutzen, natürlich. Gerade natürlich jetzt bei uns in der Schule, wenn ich jetzt an unsere ukrainischen Mitschüler denke, möchte ich das halt relativ lokal halten. Ich hoffe, dass einige Spenden kommen dafür, natürlich. Um 6 Uhr morgens soll es am Samstag losgehen. Dann wird das Stück 840 Mal gespielt, etwa bis 22 Uhr. Auch hier im Regionalfernsehen Oberbayern wird dieser musikalische Marathon live in Ausschnitten zu sehen sein. Unter www.rfo.de ist der Klaviermarathon in voller Länge zu sehen.